Moment. Ah, okay, nee, passt schon. Also gut, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot Insane Trilogy. Und ich dachte, das wäre dieses Level hier, was richtig scheiße war für mich. Also ich fand es echt schwer und das. Aber nein, das ist es nicht. Also gut, weiter geht's mit Temple Ruins. Lost City, Alter, da hätte man lieber Nathan Drake reinstecken sollen. Da hätte das ganze Level kaputt gemacht, dann müsste es gar nicht mehr existieren. Versteht ihr? Nee, versteht ihr wahrscheinlich nicht, wenn ich den Tomb Raider spiele. Ich sehe gar nicht. Ah, ich muss darüber. Okay. Game over. Das ist nicht nett. Aber ja, ich hatte noch ein Leben. Ich bin da wieder Game auf Game over. Ich wollte halt mir dieses Ding da angeln, aber ich habe noch nicht gesehen, dass es da unten nicht weitergeht. Oh Gott. Welchem stecht er überhaupt zu? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Also ja, und ich bin ziemlich schlecht, aber der erste. Aber Crash Bandicoot ist echt schwer. Also, das ist, Crash Bandicoot 1 ist sehr schwer. Das hat sogar Silent Death bestätigt. Okay. Oh crap. Also ja, Silent Death habe ich übrigens wieder. Ich glaub's nicht. Silent Death habe ich übrigens wieder verlinkt. Ihr könnt ihr gerne vorbeischauen, ich zeige die Videos. Alter, ich weiß ja gar nicht, wie weit ich springen soll. Aufhören, okay. Es ist so blind für mich. Digga, das ist ja nicht mal ein krasses Fragezeichen gewesen, sondern einfach nur Wampe Fruits. Alter. Wieso sind die Fledermäuse in 3D oder was? Oh Gott! Oh Gott, was ist das? Was passiert hier? Alter, war ich gerade überfordert. Ich war gerade so überfordert. Muss ich hier irgendwas machen? Okay, nee, ich werde einfach hin. Alter. Nein! Wann kam da eigentlich mal wieder ein Checkpoint? Ich bin jetzt wieder hier. Junge, da kommen ja gar keine Checkpoints. Mein Gott, Naughty Dog. Ist los. Als ob die mich umbringen. Digga, das sind einfach nur süße Feder. Moment mal. Crash, wenn Crash kann es nicht einfach Chinesisch sein, dann werden die alle gegessen. Oh wow, wow. Tut mir wirklich leid. Tut mir leid. Natürlich kommen die jetzt. Genau in dem Moment. Game. Die kommen natürlich in dem Moment. Und also das Spiel ist so schwer, ne? Ich spiele es glaube ich auf Mittel gerade. Ich glaube, ich sollte das Spiel auf leicht spielen. Was will ich nicht? Ich mag spielen, ich auf leicht spielen. Moment. Achso, nee. Och man, als ob. Ich hätte so viele gute Spiele spielen können. Dann spiele ich das. Wo jedes Level Abfuck ist. Und dann sind es auch noch drei Spiele. Naughty Dog, what the fuck? Das Spiel.
Spiel ist für Kinder, okay. Ich kann verstehen, dass ihr Uncharted und Last of Us so abfuck gemacht habt. Aber Crash Bandicoot ist klar. Erschreck mich einfach zu Tode und dann verpisst du dich. Hat jemand Salz? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich immer bin, wenn ich ein Level abschließe. Jetzt kommen gleich die beschissenen Fledermäuse. Verdammte Schissspinne. Ich hasse Spinnen. Und wann kommt eigentlich mal wieder ein Checkpoint? Mann. Ich hab die doch weggewirbelt. Alter, ich hab die doch so weggewirbelt. Alter, muss ich näher rangehen. Ja, mit den Fallen wieder in der Scheißstange oder was? Jetzt habe ich dieses komische Ding da hinter mir. Jetzt ist es weg. Und da hinten ist es der Checkpoint. Ich verstehe. Alter. Ich wollte eigentlich nicht, dass du drauf springst, aber egal. Oh Mann. Ich weiß ja nicht, wie weit ich springen muss. 3D-Jump-Runs verwirren mich. Die verwirren mich. Weil ich kenne irgendwelche guten 2D-Jump-Runs. Und ich rede jetzt nicht von Indie-Spielen. Obwohl, das könnte ich ja auch mal bringen. Ich hasse dieses Spiel. Naughty Dog, weißt du, ich habe mir dieses Spiel gekauft, weil ich dachte, Naughty Dog Spiel kann ja nur gut sein. Crash Bandicoot ist ein gutes Spiel, aber das ist echt verdammt schwer. Und ich meine, das ist für Spieler ab 6. Denkt nochmal drüber nach. Mann, fast wäre ich schon wieder abgerutscht. Natürlich. Ich hab. Okay, nee, da, nee. Oh, oh. Ich hab mich gerade schon gefragt, ich hatte doch dieses komische Ding, warum bin ich jetzt tot? Aber egal, ich bin eh gleich wieder tot. Ich glaube, die kann man von hinten attackieren. Leg es geht von dieser Stelle. Ja, ich bin gleich eh wieder tot wegen diesem komischen Ding da. Weil das irgendwie nicht stört. Ich hab diesen Stachel nur von der Seite gehört. Egal. Weißt du was, da rede ich gar nicht erst drüber.
diesen beschissenen Stachel von der Seite berührt habe, wurde es einem gar nichts tut. Weil es nur dieser Stock ist. Da geht er hin. Kack. Kinderspiel. Obwohl Naughty Dog Spiele haben eigentlich nie Sinn gemacht. Ich meine, wir haben hier, die Naughty Dog Charaktere, wir haben hier einen komischen Beutel Dogs. Dann kommen auf einmal die von Jack and Dax, irgend so ein Junge und dann so ein Viech. Dann kommt auf einmal der Bär, der Schatzsucher, und dann kommt auf einmal der, alte Mann in der Zombie-Apokalypse mit dem 14-jährigen Mädchen. Ja. Nein, ich mag die Naughty Dog Spiele, aber ich will jetzt nur sagen, dass die halt nicht. Ja, wohl eigentlich haben. Eigentlich haben die letzten zwei schon Sinn gemacht. Oh mein Gott. Die Schlange hat mich noch nicht angefaucht. Warte, falsches Tier. Ey, das war super richtig. Mann, du dämlicher Beutelsohn. Weißt du, ich weiß nicht mal, warum. Jetzt aufhören zu springen. Alles klar, woher soll ich das... Woher soll ich wissen, wie lange ich springen soll? Ich sehe es ja nicht. So, und jetzt leicht antippen. Und ich bin tot. Game. Weißt du, ich bin schlecht, aber ich meine nur. Woher sieht man das? Das Level. Und jetzt sagen gleich Leute, das Level ist verdammt nochmal dunkel. Okay. Das ist ein anderen, ja, okay, macht Sinn. Aber da nicht den Schatten sieht. Aber hier sieht man gar keinen dicken Schatten. Irgendwann hat man es raus, aber. Ich habe ja jedes einzelne Mal. Okay, hier sieht man den Schaden. Zwar. Jetzt weiß ich aufhören. Beziehungsweise wusste ich es eigentlich nicht. Ich habe es einfach nur gerade geraten. Ich bin einfach gesprungen. Also ich habe mich entschieden, dass ich dieses Spiel hier deshalb weiter spiele, ne? Weil ich habe ja jetzt so ein Donut Drake Video aufgenommen, also zwei Uncharted Videos kamen heute. Also gestern wahrscheinlich, ja gestern, denke ich eher. Ich glaube, wir haben jetzt schon 0 Uhr. Oh fuck, jetzt hätte ich springen können, gell? Ach du Scheiße. Ja, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, der Sprung war gut. Habe ich eigentlich wirklich gedacht. Oh, jetzt. Oh, nee, nochmal die Fledermäuse. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass es sich schließt.
Ach du Scheiße. Was soll die Kacke? Ich habe ihn doch nur ein bisschen angetippt. Und jetzt bin ich natürlich wieder hier. Oh ja, das kenne ich. Egal. So weit war ich jetzt nicht entfernt und immerhin, ich bin weitergekommen. Ja, fliegt doch jetzt endlich. Ich konnte doch gar nicht springen. Ich wäre sonst gegen die Wand doch geflogen. Ach, keine Ahnung, Alter. Ich check's langsam nicht mehr. Fickt euch. Scheiß Corona-Viecher. Ja, jetzt konnte ich springen, aber davor konnte ich ja gar nicht springen. Vor allem, was soll die Scheiße, Alter? Das stürzt jetzt ab. Ach. Sollte ich denn? Wohin hätte ich denn gehen sollen? Weißt du, das ist halt das, was ich meine. Ich check es nicht. Ja, guck. Geht ja gar nicht. Game over. Oh mein Gott, halt dein Maul. Wisst ihr was? Das geht nicht mal. Ich wollte gerade auf leicht stellen. Ich glaube, muss ich ja erst auf dem Level raus. Wenn ich das Level abgeschlossen habe, dann mache ich es auf leicht. Mir egal. Crash Team Racing habe ich auch auf normal gespielt, war voll die Hölle, und dann habe ich es auf leicht gestellt, voll einfach. Deswegen mache ich das jetzt auch. Piss dich, Alter. Einfach nur, weil es eine Spinne ist. Jetzt kommst du wieder nicht der Einzige, der hier Spinnen hast, oder? Nicht, weil ich Angst vor denen habe, sondern weil ich die einfach nur ekelhaft finde. Die acht Beine, Alter. Gut, das kann ich jetzt so langsam. Oh Gott, war das knapp. Vergiss es! Was ist das? Digga, ich bin noch nie so weit in meinem Leben gesprungen. Was sagt das Spiel? So wenig. Du willst weiter springen, wie meine Sportlehrerin damals.
Oh nein. Was soll ich denn tun? Aufs Timing warten. Ja, sonst kommen wieder die Corona-Viecher. Dann bringe ich um. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, leck mich. Ey, was soll das? Was soll das? Och Mann, ich kann's nicht umstellen. Oh, Digga. Och Mann, ich will das nicht mehr spielen, das Level. Mann, wie lange geht das? Natürlich kann man es nicht umstellen. Genau, weil Activision scheiße ist. Immerhin habe ich hier mein Leben. Oh, drei. Ich habe auf, dass ich mehr habe. Nee, drei. Drei. Drei Dinge. Den kann ich nicht meinen Arsch abputzen. Weil ich hier zu will, weil ich nicht mehr weggehen. Kann ich mir nicht irgendwie für 5 Euro oder sowas kaufen? Level Skipper. Oh, ich schwör's dir, alle Level werden geskippt. Außer die Bossen. Kein Wunder ist die Neocortex, die Trophäe, nicht Ultra, aber ich glaube sehr selten. Weil niemand mehr Bock hatte auf dieses Scheißspiel. Weißt du, was mir dieses Feuerwerk gemacht hat? Ich habe einen extra Schwung bekommen. Leute, ich habe einen extra Schwung bekommen, den ich nicht wollte. Ey Junge, was soll ich denn noch machen? Ich will nicht, dass es wieder zu lange geht. Das letzte ging schon 45 und deswegen. Aber ich glaube, das waren sogar zwei Level. Das waren zwei. Oder drei Level, glaube ich. Aber das hier, das wird jetzt 40 Minuten, das wird ein Level sein. What the fuck, Alter? Dann kann ich nicht mal umstellen. Weißt du, einmal könntet ihr euch über mich lustig machen, weil ich das Spiel auf leicht stelle. Wäre mir egal. Aber nein, nicht mal das könnte mir das Spiel. Ausgelacht zu werden, weil ich das leicht spiele. Außer ich mache natürlich ein neues Spiel, aber das könnt ihr echt vergessen. Außer ich bin mal so verzweifelt. Wie bei dem einen Rätsel in Uncharted 1 eigentlich komplett einfach war. So, jetzt sind wir wieder in dem Kack. Oh, jetzt kommen hier die Corona-Dinger. Weiß natürlich, kann ich es nachvollziehen, dass man auch ein Game Over natürlich von neu anfängt. Fick dich! Alter! Was soll ich denn machen? Oh Mann, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich habe keinen Bock mehr. Ich beende einfach das Let's Play, ist mir scheißegal. Weißt du, da nutze ich mal. Ja, ich will das Spiel nie zu Ende. Weißt du, ich denke nicht mal groß nach. Nur das ist ein Spiel für Kinder. Das ist ein Spiel für verfickte Kinder. Junge, lecken. Weißt du, wenn ich mal das Timing verkacke, springt doch einfach von der Klippe. Game over. Halt deine Schnauze. Du hässliches Stück Scheiße.
kann ich ja nichts gegen hässliche Menschen, aber das. Und der kommt doch gar nicht wahrscheinlich im Spiel vor. Der ist einfach da, um dich auszulachen. Was ein Arschloch. Ich bin so verzweifelt wegen dem Kackspiel. Ich hab keinen Bock mehr. Digga, ich heul gleich, weil ich keinen Bock mehr hab. Ich heul nicht, weil ich so traurig bin. Ich heul, weil es echt lächerlich ist. Jetzt kannst du mich nicht lächerlich. Ich bin ein verdammter Beuteldachs mit so einem komischen Gesicht hinter mir. Also Mario und Sonic, die machen es gut. Die sind wirkliche Kinderspiele. Und ich meine nicht, dass es echt kindisch sein muss, das Spiel, nein. Sondern leicht. Leicht, verdammt. Das ist für Kinder ab 6. Ich glaube nicht, dass ein Kind so geskillt im Videospielen ist, dass er dieses Level hinkriegt. Wahrscheinlich schon, auf leicht. Ich habe halt auf Mittel gespielt, weil ich dachte, ja, so schnell kann es nicht werden. Ja, leck mich am Arsch. So, jetzt muss ich aufpassen. So, bei 100 Bomberfuß bekommt man ein Leben. Ein Leben. Ich meine... Weißt du, das Spiel macht gar keinen Spaß. Wow, ich hab meine Schuhe verloren. Digga, du hast doch Schuhe an. Heul jetzt nicht. Warum hast du überhaupt Schuhe an? Warum hast du eigentlich Schuhe an? Nein, nein! Weißt du, das war das so machbar? Der Sprung war so machbar. Nein, der Beuteldachs nervt mich. Wow, was bringt mir das? Das bringt mir nichts, weil ich runterfallen kann. Guck, bringt mir einen Scheiß. Das bringt mir doch gar nichts. Nehmen Sie jetzt das Prinzip nicht mehr mit, weil ich mich jetzt nerven. Ich meine, invisible zu sein, geil. Unverwundbar. Aber das bringt mir in dem Level leider nichts. Und dieser Sprung war eigentlich auch wieder machbar. Ey. Game over. Das hat mich halt traurig gemacht, dass die Spiele von Activision sind. Ich meine, guck mal, Crash Team Racing, Need for Speed, sehr gutes Spiel. Und natürlich als Ingame-Käufe. Natürlich! Sie geil geilen Bastard. Ich meine, die bringen jede 4 Monate ein neues Call of Duty raus, anstatt einfach ein DLCs zu machen. Geil geil, wisst ihr? Und ich meine, EA macht das auch. Aber okay, FIFA oder NBA sind keine schlechten Spiele, aber die kommen halt wirklich jedes Jahr raus. Ich meine, das NBA 2K20 ist gerade auf 5 Euro dosiert, wenn ihr wollt, kann ich mir das holen. Och nö! Jetzt war ich gerade so verwirrt wegen der Spinne, weil die auf einmal weg war. So, dass ich vergessen habe, dass das überhaupt noch existiert.
Vom Activision geht wahrscheinlich so an. Na, guck mal, was wir in der Grafik haben. Die Grafik ist wahrscheinlich. Also ihr könnt mich damit nicht. Spieleentwickler können mich mit Grafik nicht überzeugen. Möglich, weil die mir kacke egal. Ich habe gestern ein Video hochgeladen, Uncharted 4 with bad grave with bad graphics is still a good game. Ich würde es trotzdem spielen, weil mir die Grafik egal ist. Ein Spiel muss nicht realistisch oder eine gute Grafik haben, um gut zu sein. Ich meine, gibt euch quasi Undertale. Das hat zwar eine Pixel-Grafik, aber das ist besser als jede verfickte FIFA. Zumindest von der Story her. Und vom Gameplay. Das ist das einzigste RPG, was ich gespielt habe und was ich auch gemocht habe. Ich habe Pokémon zum Beispiel gespielt. Och nee, jetzt habe ich wieder diese behinderte. Oh, warte, gegen die Fledermäuse, das ist eigentlich ganz geil. Von diesen Massen. Oh Gott, jetzt sind wir wieder hier. Moment, muss ich mit einem so weggehen? Ach, hier! Hier muss ich hin. Ja, danke schön. Das hat man ja gar nicht gesehen. Oh Gott, ja stimmt, hier unten geht's auch mal weiter. Ah! Oh Mann, ich wollte doch den Extrasprung nicht mal. Weißt du, die geben mir so einen Extrasprung, weil ich doch, wenn ich ins Feuer gegangen bin, und den will ich gar nicht. Ich will doch einfach nur auf dem Feuer stehen. So schlimm kann es nicht sein. Also, ja klar, es brennt, aber man... Es tut doch nicht direkt so krass weh. Also ja, okay, schon, aber... Oh Gott, was ist das denn für eine Cancer-Scheiße? Ja, geil. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, was das soll. Und wahrscheinlich ist es auch nicht das Ende vom Level. Aber ich weiß nicht, ob ich das Level überhaupt durchspiele. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich das Spiel überhaupt durchspiele. Ich hab keine Ahnung, Digga. Was ist das? Okay, warte, hier kann ich chillen. Oh wow, das war eigentlich total einfach. Das war eigentlich total einfach. Oh! Nein, das ist nicht das Ende. Fuck! Oh mein Gott, jetzt habe ich es gerade gemerkt. Das ist Ende. Das ist Ende. Oh mein Gott, das ist Ende. Das ist Ende. Oh mein Gott. Und ich habe gerade gemerkt, dass das zwei auf einer Ebene waren. Oh mein Gott, der ist jetzt noch gestorben. Road to Nowhere. Ja, aber das machen wir im nächsten Part. Aber das Level war jetzt nicht so schlimm. Nur halt, das war halt blind. Wenn man ein Level blind spielt, dann ist es immer schlimm. Aber, okay, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao.